Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online und sagt Goodbye Kluftspitze und Hallo Alikr, je nachdem wie man es ausspricht, ist doch alles das gleiche. So, da ist eine Lampe. Ich hoffe, euch gefällt das so, dass ich versuche Quests am Stück zu machen. Meistens kommen 20 Minuten ja dann doch hin und ja, das ist auch cool. Hey ihr! Hat Königin Maraya euch die Überfahrt nach Schildwacht gekauft? In Ordnung. Ich bin einfach froh, dass ihr nicht zu viel Gepäck dabei habt. Wir müssen in dieser kleinen Jolle hier zur Trunk hinausrudern. Wirklich glanzvoll, ja? Ich bin sicher, es wird ausreichen. Solange ihr nichts gegen das Rudern habt? Kapitän Mark hat mich die ganze Zeit auf dem Weg hierher rudern lassen. Solch ein Edelmann. Ja, ich würde von ihm kein Rudern erwarten. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Sagt einfach Bescheid und wir werden losfahren. Wie ist es euch ergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nun, der Kapitän ist überzeugt, dass wir die Pechsträhne, die in Sturmhafen begann, immer noch nicht überwunden haben. Aber das ist alles Unsinn. Wir haben eine neue Mannschaft und ein neues Schiff, die Morgentrunk. Was will er noch? Das treibt mir das Reich des Vergessens aus. Es hat doch keinen weiteren Schulden bei Srania gehäuft, oder? Ich weiß es nicht. Er kam zu einem ziemlich großen Münzhaufen, nicht lange nachdem wir euch in Wegestroh getroffen hatten. Hat damit Ladung aller Art gekauft, rechtmäßige Ladung. Dinge, die er in anderen Häfen verkaufen möchte. Aber bisher haben wir noch nichts verkauft. Okay, bin bereit. Dann sollten wir zum Vergessen hier verschwinden. Los, Kapitän, jetzt seid ihr dran mit Rudern. Ich rude doch nicht. In Ordnung, ihr Tölpel. Zeit zum Ablegen. So, ich war ja schon in der Wüste. Aber nicht mit euch, glaube ich. Und wir sind da. Willkommen in Schildwacht. Nun, in Ordnung, wir sind hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Boot verlassen werde. In der Tat, wir sollten sofort wieder in See stechen. Stimmt hier etwas nicht? Darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Der Bote von Königin Maraya sagte, sie hätte Gerüchte gehört. Und ich schätze, sie sind wohl wahr oder so. Geht und sprecht mit Kapitän Mark. Er ist gerade erst ein Stück das Dock runterspaziert. Er sollte euch das lieber selbst erzählen. Ah ja. Ich kann meinen Arsch drauf verwetten. Das finde ich toll. Zombies. Ganze Horden dieser verdammten Dinger. Zombies, nett. Warum dieser von allen Häfen in Tamriel? Ich bin über die ganze Iljak-Bucht gesegelt und ich brauche ein Glas Grog. Ich habe schon Getränke mit ein paar widerlichen Gestalten geteilt. Aber bei Zombies ziehe ich die Grenze. Ich glaube, ich werde mich erst einmal von den Docks fernhalten. Zombies an den Docks? Riecht ihr denn ihr aufgedunsenes, verrottetes Fleisch nicht? Geht nur den Damm dort hinunter. Dann werdet ihr sie schon sehen. Eine ganze verdammte Armee von ihnen. Die Frage ist nur, warum unternehmen die Wachen von Schildwacht nichts? Nur vielleicht sind sie alle tot. Na, ich habe ein paar der nichtsnutzigen Lumpen hier herumschleichen sehen, hinter Kisten und so. Irgendwer muss sich eine der Wachen schnappen und sie verdammt nochmal darüber ausquetschen, was im Namen des Vergessens hier eigentlich vor sich geht. Ist das was für euch? Na sicher, ich werde versuchen herauszufinden, was hier vor sich geht. Bitte sehr. Verpasst den Wachen einen Tritt und sagt ihnen, sie sollen an die Arbeit gehen. Meine Waren müssen abgeladen werden. Wenn die Wachen nicht helfen können, sucht nach dem Dockmeister. Vielleicht hat er wenigstens ein halbes Gehirn. Außer die Zombies haben es gefressen. Schuldet ihr Srani immer noch Gold? Srashima nicht? Als ob dieser Tag nicht auch so schon vollkommen fürs Vergessen wäre. Müsst ihr mich da auch noch an meine ganzen Schulden erinnern? Ja, ich stehe immer noch bei Srashi in der Kreide. Die Morgentrunk ist ein Schiff erster Güte. Es wird eine Weile dauern, bis sie abbezahlt ist. Nun scheint er auch neue Kameraden. Natürlich. Wir haben das Schiff am Leuchtturm von Köglin verloren. Und die Mannschaft ist weitergezogen. Zum Glück ist mir Elvira erhalten geblieben. Wir haben die Morgentrunk in Wegesruh gekauft und eine neue Mannschaft aufgestellt. Gute Leute. Nach all dem wäre es langsam Zeit für eine Glückssträhne für uns. Was macht ihr hier in Schildwacht? Was denkt ihr, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite? Ich kaufe dort und verkaufe hier. Das ist meine Arbeit. Selbstverständlich alles völlig rechtens. Ich habe eine Ladung Bauholz in Wegesruh eingesammelt. Damit lässt sich hier ein Haufen Gold verdienen. Bestimmt. J.
Ja, das ist doch gut. Übrigens, hier ist der Ramo. Das hatten wir schon gedacht. Auf dem Schiff ist ein Buch. Interessant. Das nehme ich doch mal mit. Neues Buch entdeckt. So. Ja. Unsere Hauptquest führt hierher. Aus den Tiefen erhoben. Sucht eine Dockwacht. Wo ist überhaupt das Ganze? Verteidigt die Docks gegen die Invasion der Untoten. Warum sind die Untoten eigentlich hier? Das wissen wir noch nicht. Beim Atem Tuvakas. Zu viele. Ich halte das nicht aus. Er ist verschwunden. Vielleicht solltet ihr auf euer Boot zurückkehren, Seefahrerin. Die Toten kriechen aus dem Meer und haben die Docks eingenommen. Man kann nichts dagegen machen. Wir müssen zu Tuwaka beten, dass sie verschwinden. Ist das ein Wookie oder? Warum kämpft ihr nicht gegen Zombies? Zombies? Was für ein kruder Ausdruck. Diese Ranetu sind die sterblichen Überreste von Seeleuten, die vor der Küste Schiffbruch erlitten. Wir hier in der Alik-Wüste achten unsere Toten. Selbst jene, die auf See starben, sind verehrte Ahnen. Wir kämpfen nicht gegen sie. Wir würden dafür verflucht werden. Nur werde ich verflucht, wenn ich gegen sie kämpfe? Nein. Ihr seid eine Fremde. Na. Dies sind nicht eure Ahnen. Und daher braucht ihr weder Schande noch Fluch zu fürchten, wenn ihr sie erschlagt. Doch allein die Tatsache, dass sich die Toten überhaupt erhoben haben, das ist schrecklich. Wir haben strenge Gesetze. So etwas sollte hier gar nicht vorkommen. Stell dich das mal mit Diablo vor oder so, wo auch Nekros oder Untotenmagie stattfindet. Nein, wir kämpfen nicht gegen sie. Ich lasse mich lieber abschlachten, als mich gegen meine Verwandten zu stellen, die aus dem Grab emporgestiegen sind, um einen umzubringen. Wie konnte das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass wir die Lage nur noch verschlimmert haben. Wir dachten, wir könnten sie im Zaum halten. Wir haben Barrikaden gebaut und versucht, sie wegzutreiben. Aber es hat nichts gebracht. Jetzt fürchte ich, dass wir in noch größerer Gefahr schweben. Wie kann ich denn euch helfen? Meine Kameraden von der Wache, Jasmin, Pircean und Emudal, werden auch keine Ranetu schlagen. Ich fürchte um ihr Leben. Bitte findet sie und schickt sie fort von hier. Danach treffen wir uns im Lagerhaus. Der Dockmeister versteckt sich dort. Und vielleicht kennt er die Ursache für all das hier. Na gut, ich werde den anderen Wachen helfen und euch dann im Lagerhaus treffen. Das ist ein dummer Feigling. Er hat Angst vor Untoten. Und die Docks von Schildwacht entdeckt. Das kam aber spät. Er hat Angst vor Untoten. Und will sein Leben nicht verteidigen. Oder die Stadt verteidigen hier. Und lässt lieber die Invasion der Untoten geschehen, weil sie seine Ahnen sind. Eine ziemliche Schwachstelle, die die haben. Das ist nicht gut. Ist aber durchgegangen? Anscheinend nicht. Sollte das weiter trainieren. Bitte! Nein! Geht weg! Sonst finden die mich! Geht's euch gut? Ich will nicht! Nein! Keinem von uns! Ups. Die Ranetu werden uns alle töten! Das ist nicht gerecht! Ich bin viel zu jung zum Sterben! Ich möchte einfach nur fort! Weit, weit weg! Dann geht der Weg ist frei. Dann sind zwar noch Zombies, aber... Probier mal dein Glück, ob du da durchkommst. Das ist also die Wache der Alik. Na, ah, mimimimi. Ah, ich will nicht sterben. Ah. Das ist eine Wache. Ey. So, nein, du. Ich
Man sieht nur ein Stück von ihm. Schön. Hier kann man uns auch wunderbar erkennen. Da sind zwei Spieler da hinten. Oder einer. Ach du Scheiße. Komm mir bloß nicht so nah. Der bekämpft sie nicht mal. Man kann hier wunderbar erkennen, dass das mehr Phasings ist. Also eigentlich müsste hier was sein. Aber die Stadt ist ja von Untoten bevölkert aktuell. Kann man wunderbar sehen, dass hier ein Phasing stattfindet. Genau. Immer schön töten die Gegner. Oh, was Gnade. Was habe ich nur getan? Ich wollte mich nur verteidigen. Und jetzt habe ich die größte Schande überhaupt begangen und Verdammnis über meine Familie gebracht. Ja, was geschehen? Hallo? Dieser Ranetu hatte mich erwischt. Er hat versucht, mich zu beißen. Er wollte mich fressen. Ich wollte ihn nur abwehren. Aber er hat gezuckt und sein Kopf ist gegen meine Klinge gestoßen. Es war nicht meine Schuld. Was soll ich jetzt nur machen? Ich schlage vor, dass ihr zuallererst einmal dieses Gebiet hier verlasst. Aber was ist damit, die Ranetu daran zu hindern, in die Stadt zu kommen? Was ist mit den anderen Wachen? Ich kann sie doch nicht einfach zurücklassen, oder? Ich kümmere mich um diese Dinge. Geht. Sofort. Verschwinde aus meinen Augen. Aber sag mal, was passiert hier? Ich drücke Tasten und nichts tut sich. Ist die Taste zu überlastet? Oder die Tasten? Ich habe heute über Stunden gegrindet an GW2, aber das ist doch noch kein Grund, hier die Tasten zu ignorieren, Spiel. So, ich kümmere mich, wenn es geht, sofort um die Dinger. Großer Rubtgar, schickt mir ein Zeichen, wenn das nicht euer Wille ist. Moment. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ich bin hier, um euch zu helfen. Für Ehre und Clan. Ich war schon immer fest im Glauben, aber ich hätte nie gedacht, ihr seid hier, um gegen die Ranetu zu kämpfen? Rubtgar sei gepriesen. Ich war schon dafür gewappnet, mich selbst zu entehren. Doch nun hat er euch geschickt. Dann kann ich gehen. Mögen die Götter mit euch sein, meine Freundin. Ist der Weg frei? Der Weg ist frei. Geht ruhig vor, junger Padawan. Gut. Da hinten. Schon wieder da lang. Trübes Gift der Lebensschändung. Sieht aus, als wenn sie irgendwelche AE-Effekte haben, wenn sie die Chance haben anzugreifen. Aber sehen die Zombies nicht aus wie Magier? Offenbar wurde Major Maujat von unheiliger Magie niedergestreckt. Unheiliger Magie? Oh nein. Wen haben wir denn hier? Endlich. Jemand, der keine Angst hat, die Drecksarbeit zu machen. Jemand, der meine Docks aufräumt. Ich habe euch vom Fenster beobachtet, bis ich diese Nekromanten unten hörte. Aber ich dachte, Maujat käme auch hierher. Habt ihr ihn gesehen? Ja, der liegt da unten. Er lebt nicht mehr. Verdammt, der arme Bastard. Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe den Wachen gesagt, dass sie sich wehren müssen. Es ist zwar schön und gut, abergläubisch zu sein, aber wenn die Ranetu die Stadt angreifen, dann muss man von seinem Aberglauben ablassen. Ihr teilt ihren Glauben nicht? Nein. Wir sind hier nicht alle solche Frömmler. Trotzdem darf man die Traditionen nicht ganz missachten. Es sei denn, man lässt sich gern mit faulem Obst oder Schlimmerem bewerfen. Jedenfalls bin ich froh, dass Tavas Winde euch hierher geführt haben. Jemand muss diese Ranetu von den verdammten Docks vertreiben. Das werde ich tun, wenn ich kann. Kennt ihr einen Weg? Das tue ich. Ich habe die Nekromanten belauscht. Ihr Anführer ruft durch eine Art dunkles Ritual die Toten aus dem Meer. Wenn ihr das Ritual stören könntet, dann sollten die Toten, nun ja, tot umfallen oder zumindest damit aufhören, weiter aus dem Wasser hervorzukriechen. Okay, wo führen sie das Ritual durch? Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, wie sie das Lagerhaus am westlichen Ende der Docks erwähnt haben. Vielleicht findet das Ritual dort statt.
Wo auch immer, ihr müsst es aufhalten. Dann erstattet Hauptmann Saphira Bericht. Möge Tawar mit euch sein, meine Freundin. Ja, sicher. Waffenwechsel wollte ich nämlich nicht machen. Ein Ritualplatz. Da hinten, auf der anderen Seite. Müssen wir uns wieder durchschlachten. Okay, gucken wir mal da lang. Den kürzesten Weg. Ja, brennen. Wo kommt der dritte her? Wo rennt der denn? Kriegergilde. Das levelt man noch? Okay. Oh, shit. Mir fällt gerade was ein. Ich habe das Item nicht gewechselt. Ah, hier ist das Ritual. Sehr schön. Das gehört ja nichts aus. Ist ja schon tot. Über das Herbeirufen der Ertrunkenen. Mein Vater hat diesen Zauber erstmal verwendet, um vor 20 Jahren die Toten aus dem Meer zu rufen. Heute wirken wir ihn erneut, um ihn zu ehren. Westlich der Docks liegt einige Wracks entlang der Küste. Führt das Ritual dort durch, dann beginnt unser glorreicher Aufstieg. Uwafa. Wahrscheinlich habe ich den falsch synchronisiert, aber es ist egal. Dabadam, 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 dabadam. Ein zerbrochenes Schiff mal zwei sind zwei zerbrochene Schiffe plus eins sind drei zerbrochene Schiffe. Und ein Schatz, der schon geöffnet wurde. Tja, mir kommt zu spät. Salmaran! Stirb! Ihr werdet sterben und dann als mein Diener wieder auferstehen. Ja, du machst ein bisschen Schaden, das ist gut. Ich will mal sagen, dass die Fähigkeit 2 ein bisschen overpowered ist, aber ich finde es gut so. Scheiß auf dynamische Kämpfe. Ich brauche nur die eine Taste. So, ich glaube, das würde das Untotenproblem lösen. Ja, ich habe eine Stelle auf der Zunge, die tut weh. Kennt ihr das, wenn eure Zunge irgendwie beschädigt ist und ihr merkt das? Ah. Habt ihr Spaß? Da da. Da da da. Rubiderz. Rubiderz. Rubide. Die Ranetu sind ins Meer zurückgekehrt. Die Docks werden bald wieder nach totem Fisch und nicht nach toten Leuten riechen. Und ihr? Direkt vom Schiff und schon tötet ihr den Nekromanten? Sicher hat Tuvaka euch geschickt, um uns von dieser schweren Situation zu befreien. Ja, ich bin froh. Das bin ich auch. Es ist schon viele Jahre her, dass die Plage der Nekromantie diese Ufer heimsuchte. Auch wenn ich erleichtert bin, dass die Docks wieder frei sind, waren die Ereignisse des heutigen Tages höchst verstörend. Ich frage mich, ob ihr wisst, wie sehr wir in eurer Schuld stehen. Alikris Krieger fürchten das Böse nicht, aber sie werden die Untoten nicht bekämpfen. Vielleicht ist es ein Aberglaube, aber es ist seit Jahrhunderten Tradition. Ich hätte meine Wachen nicht überzeugen können, sie heute zu brechen. Sicherlich habt ihr irgendeine Antwort geplant? Ich fürchte nicht. Es gab schlichtweg keine einfache Lösung. Hätte ich vielleicht alle ins Kastell rufen und die Tore verriegeln sollen?
Das hätte König Faharajat nicht gefallen. Natürlich wird der König dennoch sehr bestürzt darüber sein, was sich hier ereignet hat. Der König weiß nichts von den Untoten? Ich wollte dem König keine Nachricht zukommen lassen, bis ich mir ganz sicher bin, dass Nekromantie im Spiel ist. Nun jedoch sollte man ihm sofort Bericht erstatten. Ich muss hierbleiben und die Aufräumarbeiten überwachen. Ihr habt hier das Blatt gewendet. Werdet ihr auch den König über diese Angelegenheit in Kenntnis setzen? Ja, ich kann mit dem König sprechen gehen. Ich muss sowieso zu ihm. Hab Dank, Seefahrerin. Es ist besser, wenn ich hierbleibe, um so gut es geht, alles zu überwachen. Aber ich weiß, dass der König über das Geschehene so schnell wie möglich informiert werden möchte. Könnt ihr mir erklären, was euer Volk über die Toten glaubt? Die Toten sind heilig. Das haben die Leute von Allegre schon immer geglaubt und sie werden es auch immer glauben. So wie wir unsere Ältesten respektieren, so respektieren wir auch unsere Ahnen. Es wäre ehrlos, sie zu erschlagen und es könnte einen sogar mit einem Fluch belegen. Ja, sicher. Sollte man von einem solchen Aberglauben nicht ablassen? Die meisten Leute erachten es als heiliges Gesetz und nicht als Aberglaube. Selbst König Faharajat muss diese Gebräuche respektieren. Würde er sein Volk je darum bitten, seine Ahnen nicht länger zu achten, würde seine Herrschaft ein jähes Ende finden. Habt ihr Nekromanten Allegre nicht schon zuvor bedroht? Diese dunklen Künste werden von unserem Volk zwar nicht praktiziert, aber ja, die Plage der Nekromantie ist auch schon in der Vergangenheit über uns gekommen. Es hat schon immer große Opfer gefordert, diese Plage zu bekämpfen. Diejenigen, die gegen die Toten kämpften, wurden entehrt und ausgestoßen. Alles klar, gut. Ich hab gesagt, 20 Minuten. Ich halte mich auch dran. Danke fürs Zusehen.